Schon 1956 war in diesem Lokprogramm eine Baureihe V160 für den leichten Dienst auf Hauptstrecken vorgesehen. Ab 1960 begann die Auslieferung der Vorserienloks, die durch ihre Bauform schnell den Spitznamen Lollo erhielten. Als letzte Vorserienlok erhielt die V160-010 bereits die kantige Bauform, welche die gesamte Lokfamilie prägen sollte. Die V160 bzw. 216 entwickelte sich in den 1960er und 1970er Jahren bei der Bundesbahn zu einer wichtigen Stütze als Allzuglok für Strecken ohne Fahrdraht. Das Pico-Konstruktionsteam hat die besondere Formgebung des Vorbilds in herausragender Qualität im Modell umgesetzt und dabei den Standard für H0 Großserienloks der gesamten Lokfamilie neu definiert. Die formschöne Lokomotive überzeugt durch die authentische Lackierung und Bedruckung. Viele attraktive Details, wie zum Beispiel die äußerst detailverliebten Drehgestelle mit scharf gravierten Federpaketen, Kupplungshaken, Bremsschläuche und Heizstecker, liegen für den Vitrineneinsatz bei. Die Pico 216 besitzt eine Fülle an extra angesetzten Bauteilen. Unter anderem Tankfüllstandsanzeigen, Luftrohre, Handgriffe, Sandkästen, Bremsbacken, Achslagerdeckel, Indusi, Trittstufen und einen zur 216-010 passenden Tank. Durch die Verwendung feiner Ätzteile gehören ab sofort unschön abstehende Scheibenwischer bei Modellen dieser Loktype der Vergangenheit an. Der Antrieb der Lokomotive erfolgt durch einen starken Motor mit zwei Schwungmassen, welcher für sehr gute Fahreigenschaften sorgt. Pico bietet bei diesem Modell viele technische Möglichkeiten im Digitalbetrieb. Für eine einfache Nachrüstung eines Digitaldecoders besitzt die Lok eine PLUX22-Schnittstelle. Sauber polierte Maschinenraumfenster bieten einen guten Einblick auf die Inneneinrichtung der 216. Das Modell verfügt über eine bei Pico Neukonstruktionen zum guten Ton gehörende Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung sowie eine den Spielspaß zusätzlich fördernde Führerpultbeleuchtung. Die Nachrüstung mit Sound ist problemlos möglich. Der Sound wurde speziell für die Vorserienlok aufwendig von den Pico-Experten gesampelt. Die Pico 216 wird so optisch und akustisch zu einem Highlight auf jeder Anlage. Mit der neuen Diesellok 216-010-9 von Pico steht den Bahnfreunden nun erstmals ein zeitgemäßes, detailverliebtes Großserienmodell dieser markanten Lokomotive zur Verfügung. Ausführungsmerkmale der Vorserie mit dem zukunftsweisenden und prägenden Lokaufbau werden für die gesamte Baureihe einzigartig in sich vereint. Durch die Neukonstruktion dieses wichtigen Fahrzeugtyps schließt Pico wieder einmal eine Lücke bei Meilensteinen der Lokomotiventwicklung. Darüber hinaus gelingt Pico mit dieser Lok ein unvergleichbares Preis-Leistungs-Verhältnis bei Modellen der BR 215 bis 218 der DB. Das Warten hat sich gelohnt. Freuen Sie sich auf die neue 216 von Pico. Ab sofort gibt es mit den ebenfalls neu konstruierten EAOS weitere, auch zur Baureihe 216 passende Güterwagen im Pico H0 Expert-Programm. Die offenen Güterwagen der Gattung EAOS gehören zu den wichtigsten Güterwagenbauarten in Europa. Sie dienen dem Transport von nässeunempfindlichen Gütern wie beispielsweise Holz, Schrott oder Stahl. Die Wagen entstanden zu Beginn der 1970er Jahre.
attraktiven Wagen erscheinen in der gewohnt detaillierten und filigranen Ausführung des Pico Expert Sortiments. Die Nachrüstung mit Pico Kurzkupplungen ist problemlos möglich. Alle Wagen können mit Tauschachsen für den Wechselstrombetrieb umgerüstet werden. Die Pico Expert Wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern überzeugen durch viele extra angesetzte Details wie Rangiertritte und Handgriffe. Die scharfen Gravuren und angesetzten Bremsbacken lassen die Nachbildung der Y25 Drehgestelle zu einer Augenweide werden. Der Wagenboden wurde mit Kesseln und den feinen Bremsstangen detailverliebt ausgeführt. Mit der neu konstruierten Baureihe 216 und den ebenfalls formneuen EAOS-Wagen stellt Pico den Modellbahnfreunden ideale Fahrzeuge in hochwertiger und detailverliebter Ausführung zur Verfügung. Die maßstäblichen Fahrzeuge versprechen durch herausragende Fahr- und Rolleigenschaften langanhaltenden Spielspaß.